Sie mögen, verehrte Zuseher, die Stadt Reading im US-Staat Pennsylvania nicht kennen. Das ist ehrlich gesagt und bei allem Respekt vor den dortigen Einwohnern kein so richtig schwerer Verlust. Stellen Sie sich nur eine kleine, größere Stadt in Deutschland vor, so etwas wie Reutlingen ohne dessen Geschichte. Ich nenne jetzt Reutlingen, weil dies die deutsche Partnerstadt von Reading in Pennsylvania ist. Aber es könnten beliebig viele andere Städte sein. Oberhausen zum Beispiel. Sie würden, behaupte ich jetzt einmal frech, nicht auf den Gedanken kommen, dass ein solcher Ort Anlass oder Stoffböte in 5 Jahrzehnt für Jahrzehnt erschienenen Werken den größten Sozialroman der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu verfassen. 5 Romane über das Leben in einer kleinen Stadt, in einer mittlerweile relativ unbedeutenden Gegend, deren ökonomischer Niedergang sich immer deutlicher abzeichnet. Es sind keine Heldensagen, sondern Geschichten über Autoverkäufe, Partnertausch und die Schatten der großen Politik. Wenn sich künftige Historiker oder Soziologen über die Geschichte der Vereinigten Staaten in jenen 5 Jahrzehnten auslassen, müssen Sie Ihre Urteile an den Befunden jenes Romanciers messen lassen, der diese Geschichten zusammengewoben hat. Wenn Sie mutig sind, sollten Sie sich auch an dessen literarischem Ausdruck messen. Unser heutiger Autor zählt zu den größten Autoren, denen in Stockholm nie jene Anerkennung ausgesprochen wurde, die im Namen des Dynamitherstellers Nobel für literarischen Ruhm bestimmt wurde. Der Verfasser nicht nur dieser Werke war der 2009 gestorbene, 1932 in einem Vorort von eben jenem Reading geborene John Heuer Updike. Er war der Sohn eines dort tätigen Lehrers und einer literarisch ambitionierten Mutter, die dem kleinen John schon durch das Klappern ihrer Schreibmaschine jeden Morgen die Botschaft vermittelte, dass es eine große Welt, eine Welt jenseits von der Provinz, jenseits von Reading gab. Ein Vetter, das war Anfang der 40er Jahre, schenkte der Mutter auch das Abonnement einer Zeitschrift, die schon durch ihr kühles Titelbild auf den jungen John Updike eine magische Anziehungskraft ausübte. Das Magazin trug und trägt heute noch den Titel The New Yorker. Der Gründer des New Yorkers, Mr. Harold Ross, das sei hier flink angefügt, hatte übrigens 1925 in seiner ersten programmatischen Erklärung zum Erscheinen des Blattes ausdrücklich betont, diese Zeitschrift richte sich nicht an Damen in der Provinz. 30 Jahre später, 1955, wurde der Sohn dieser Dame aus der Provinz Redakteur jener Zeitschrift. John Updike war damals gerade 23 Jahre alt, konnte aber bereits neben einigen veröffentlichten Gedichten auf seine Doktorarbeit an der Harvard University verweisen. Diese Arbeit, bewertet mit Summa Cum Laude, galt dem englischen Dichter Robert Herrick, einem Poeten des elisabethanischen Zeitalters, der Gedichte von unendlich schöner, schlichter Direktheit über die Liebe und den Tod verfasst hatte. Das sind Themen, die uns auch in Reading, Pennsylvania, wieder begegnen werden. Dem jungen Mann aus der amerikanischen Provinz, der übrigens auch Kunstgeschichte studiert hatte, wurde vom Herausgeber des New Yorker ein Posten für die Sparte Talk of a Town, also Stadtgespräch, angeboten. Die Stadt war in aller Regel New York. Talk of a Town war eine journalistische Kunstform, die scheinbar triviale Einzelbeobachtungen, weiß ich, das Auftauchen einer neuen Hutmode unter Staatsanwälten oder die Rhetorik eines Straßenhändlers, vielleicht auch das Verschwinden einer Eckkneipe in den Rang von Literatur beförderten. Es ging um die hohe Schule der exakten Beobachtung und ein Gespür für deren tiefere Bedeutung. Die Stelle beim New Yorker war also eine gewaltige Herausforderung. Für diese Kolumnen schrieben nur die Besten. Natürlich nahm John Updike die Herausforderung an und wenige Jahre später, als er glaubte, dieses Metier zu beherrschen, verließ er wieder diesen Posten, der für andere eine begehrte Lebensstellung gewesen wäre. Updike reizte die prekäre Freiheit des Romanschreibers. Selbstverständlich
bewahrte unser Autor seine Gabe, aus vermeintlich belanglosen Disteln am Straßenrand literarischen Honig zu saugen. Unvergesslich blieben kleine Preziosen seiner Beobachtung, wie die Geschichte, die sein Befremden festhielt, als er an einem Sonntagmorgen aus dem konservativen Pennsylvania in den Nachbarstaat geriet. Dort bemerkte er, dass die Männer am heiligen Sonntag, statt in die Kirche zu gehen, in aller Öffentlichkeit ihre Autos wuschen. Allerdings mit einer skandalösen, fast religiösen Hingabe. Das Thema Auto habe ich an dieser Stelle natürlich nicht zufällig angeschlagen. Der Held von Updikes fünfbändigen Werk über die Geschichte der vergangenen 50 Jahre der Vereinigten Staaten, jener legendäre Harry Engström, genannt Rabbit, also Kaninchen, ist schließlich Autoverkäufer. Und zwar in einer jener kleinen großen Städte, von denen wir vorhin geredet haben. Rabbit erhielt seinen Spitznamen, weil er sich im Basketball so flink und findenreich bewegen konnte wie kein anderer und weil seine sexuellen Begierden selten an Grenzen stoßen. Für eine kurze Zeit war er einmal ein Sportstar, ein aus der Masse herausgehobener, doch die nachfolgende Karriere im bürgerlichen Leben erfüllte nicht die Versprechen des sportlichen Ruhms. Engström, also Rabbit, wird Filialleiter der Niederlassung einer japanischen Automobilkette. Die wichtigen Wörter lauten hier Filialleiter und japanische Automobilkette. Der amerikanische Traum setzt bereits auf Importe. Über Strategien entscheiden andere, fernab von Reading, vielleicht sogar von Washington. Und für einen ehemaligen Basketballstar kann der Posten des Filialleiters in einer Kleinstadt auch nicht als der Jackpot einer Karriere in der Wirtschaft gelten. Updike führt das Schicksal des Autohändlers scheinbar unauffällig zusammen mit entscheidenden Abschnitten der amerikanischen oder der Weltgeschichte. Unauffällig, weil diese historischen Marken gleichsam als ein- oder ausschaltbarer Subtext auftauchen. Der Leser nimmt sie wahr, wie sie einem Autoverkäufer durch ein Radio im Nebenzimmer, die Nachrichten im Fernsehen, gelegentlich auch durch Zeitungsberichte oder im Kundengespräch mitgeteilt wurden. Im Vordergrund der Erzählung stehen viel deutlicher die tagtäglichen Kämpfe um den geschäftlichen Vorteil, das Absichern der Macht in der Familie und eben die Jagd nach einem neuen sexuellen Abenteuer. Erinnern wir uns, der englische Dichter, über den Updike seine Doktorarbeit schrieb, war bekannt für seine schlichte Direktheit. Bei John Updike sollten wir übrigens von einer Schlichtheit des Ziels, nicht einer des Ausdrucks reden. Auch in seinen vielen anderen Romanen und Kurzgeschichten, Updike war einer der produktivsten Autoren seiner Zeit, auch in den anderen Werken besticht dieser Autor durch eine Prägnanz der Sprache, die bisweilen tatsächlich erschlägt. Das gilt für die Beschreibung jener Akte, die unter anderem zur menschlichen Fortpflanzung dienen. Das trifft aber genauso für die Wiedergabe des Jargons eines Autohändlers zu. Updike zaubert hier aus Katalogtexten, die voll sind mit Begriffen wie, ich erfinde das jetzt, Doppelrückstoßventile oder Verblechung oder Rücklaufleitung. Er findet eine Sprache der sinnlichen Verführung. Selbstverständlich gelingt ihm das bei der Beschreibung des Naschwerks, das an einem Kioskpfeil geboten wird, genauso wie eben auf dem Gebiet der Dessous. Man kann diesen Stil als sehr dicht bezeichnen, wie das Updikes großes Vorbild Wladimir Nabokov vorgeführt hat. Man sollte aber genauso hoch einschätzen, wie hier aus dem Trivialen ein Kunstgebäude entsteht, das uns unmittelbar plausibel vorkommt. Ich darf Ihnen ein kurzes Beispiel nennen. Da begibt sich der Held des Romans mit einem winzigen Boot aufs Meer, um seinem kleinen Enkel eine Freude zu machen. Das Wetter schlägt um. Zusätzlich erleidet der Held eine Herzattacke. Er weiß, er muss unbedingt bei Bewusstsein bleiben und so fordert er den Enkel auf, ihm beständig etwas vorzusingen. Natürlich kennt kein amerikanisches Kind mehr ein Lied. Also singt der Kleine ununterbrochen die Werbeeinspielungen, die er aus dem Fernsehen kennt. Hier haben wir sie wieder, verehrte Zuseher, diese Verschränkung der Alltagswelt
mit dem großen Thema. Den Tod vor Augen hört der Held keine göttlichen Sirenengesänge, sondern die Jingles von Waschmittelproduzenten. Wir sind der Wirklichkeit jederzeit schrecklich nahe. Ich habe Ihnen bislang vornehmlich von der Serie über den Autoverkäufer Harry Engström, also die Rabbit-Reihe, berichtet, weil sie mir beispielhaft vorkommt und sie dazu anhalten soll, sich diesem Autor zu verschreiben. Es bleibt beim so fleißigen Schriftsteller hier zwangsläufig vieles unerwähnt, etwa die Kurzgeschichten, denen vielleicht sogar seine größere Zuneigung gehörte, die Gedichte und nicht minder die zahlreichen Essays. Diesen Schriftsteller überfiel Existenzangst, wenn er am Tag nicht ein bestimmtes Pensum an Geschriebenem vorzuweisen hatte. John Updikes Credo als Schriftsteller lautete dabei: Nehme dir nie einen Intellektuellen oder gar einen Autor als Hauptfigur. Über sich selbst zu schreiben, ist reine Zeitvergeudung. Das war ein wenig kokett. Jeder Autor, Updike nicht ausgenommen, schreibt schließlich immer auch über sich selbst und die eigenen Erfahrungen. Nur drängen sich eben einige stärker ins Bild als andere, haben andere weniger Respekt vor dem Eigenleben der von ihnen literarisch erschaffenen Figuren und Handlungsstränge. Aber Updike war auch deshalb eine Ausnahme, weil er wie ganz wenige seiner Kollegen über die Natur der Wahrnehmung und der Wiedergabe reflektierte. Ästhetik war eines seiner Hauptanliegen. Wir haben eingangs ja schon davon gesprochen, dass er Kunstgeschichte studiert hatte. Seine Kritiken erschienen bis kurz vor seinem Tod. Mit dem abstrakten Expressionismus, jener Kunstrichtung, wie sie in den 50er und frühen 60er Jahren gerade in New York so heftig entflammt war, konnte der Autor übrigens nicht viel anfangen. Die letzte Stilrichtung, der er mit richtig großer Neugier folgte, war die Pop-Art. Und hier stellt sich gleich wieder eine gute Beziehung zu seinem eigenen literarischen Schaffen her. Es liegt in der peniblen Hervorhebung des Details aus dem Alltag, wie vielleicht einer Konserve, die Tomatensuppe enthält und von Andy Warhol festgehalten worden ist. Nur lag Updike dem teils konservativen, teils liberalen ein künstlerischer Lebensstil, wie er in den Ateliers von Soho oder in Greenwich Village praktiziert wurde, naturgemäß völlig fern. Als sein Kollege Norman Mailer nach dem Erscheinen eines frühen Werkes von Updike in einer Kritik schrieb, das Werk sei außerordentlich spannend, der Sex gut getroffen, nur solle Updike nicht so sorgfältig schreiben, sondern die Tür zum Bordell einfach aufstoßen. Als er dies las, soll Updike traurig den Kopf geschüttelt und höflich gesagt haben: Meine Herren, ich schätze Lob. Doch hier muss ein Missverständnis vorliegen.